Hey ho, Freunde, ich bin's mal wieder, euer Pizzalieferant HD. Und wir werden heute Pizza auspacken in Roblox! Yeah! So, auf jeden Fall werden wir heute Pizza-Bestellungen hier aufnehmen. Deswegen gehen wir einfach mal ganz gechillt auf eine Anfrage, weil wir nämlich hier die ganze Zeit Besucher bekommen. Dort müssen wir aufs Fragezeichen klicken und die fragen uns dann was. Beziehungsweise wir müssen natürlich die Leute richtig ansprechen, damit die auch Bock auf Pizza bekommen. Deswegen sagen wir denen, ich liebe dich. Nein! Ja, okay. Unsere erste Pizza, die wir jetzt gerade eben ausliefern sollten, ist nicht unbedingt das allerbeste vom Besten gewesen, aber vielleicht der nächste Kunde. Junge, wie sieht der aus? Egal. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Pizza Service Aerosol. Möchtest du gerne die Pepperoni-Pizza ausprobieren? Die ist gerade im Angebot. Ich möchte aber Würstchen-Pizza oder Käse-Pizza. Aber ich gehe auch mit einer Würstchen-Pizza. Wir haben keine Würstchen-Pizza. Warum gehst du? Schon wieder was nicht verkauft bekommen. Okay, dann eben der nächste Kunde. Der nächste Kunde wird's bestimmt. Oh, einen wunderschönen guten Tag und willkommen im Pizza Palace Aerosol. So, was dürft's denn sein? Warte mal, ich würde gerne eine... Ich kann einfach zu dem Kunden sagen, dass ich eine Pepperoni-Pizza haben möchte. Hallo, ich möchte gerne Pepperoni-Pizza. Fine, I wasn't hungry anyway. Nein, nein, nein! Aber wir können ja mal fragen, was bei dem hier abgeht. So, was möchtest du gerne essen? Ha? Was gibt's denn bei dir so? Komm, wir machen mal. I would like eine Pepperoni-Pizza. Kein Problem. You're the best. Kein Problem. Easy peasy. Setz dich da einfach hin. So, was geht bei dir? Auch du willst gar nicht bestellen? Ah, doch, will er bestellen. So, darf ich denn gerne ihre Bestellung aufnehmen? Was darf's denn sein? Ich will eine Pepperoni-Pizza. Kein Problem. So, hallo, werte Dame. Ich hasse mein Leben. Wie geht es Ihnen? Möchtest du gerne... Take your time und sag mir einfach, wenn du Bescheid, wenn du fertig bist, was du haben möchtest. Ich will gerne eine Pepperoni-Pizza. Kein Problem. Pepperoni-Pizza. So, einen wunderschönen guten Tag. Ich hasse mein Leben. Darf ich denn gerne ihre Bestellung aufnehmen? Ich will gerne eine Pepperoni-Pizza. Kein Problem. Was spiele ich hier? Warum hat mir das Lars empfohlen? Hey Roman, spiel Roblox. Das ist abwechslungsreich. Das ist geil. Okay, kein Problem. Einen wunderschönen guten Tag. Darf ich gerne Ihre Bestellung aufnehmen? Was möchtest du denn gerne bestellen? Ein wunderschöner Tag heute. Ich will gerne Pepperoni-Pizza. Kein Problem. Nice, ich möchte jetzt was anderes arbeiten. Ich habe keinen Bock mehr an der Kasse zu arbeiten. Ich werde jetzt Chefkoch. So, das heißt, wir holen uns natürlich unsere Chefkoch-Mütze hier. Dann nehmen wir uns hier ganz gechillt ein Dings. Oh, den Teig kann man also auf den Tisch drauflegen. Sehr nice. Da hat hier jemand schon was gekocht und einfach liegen gelassen. So, dann sind das hier wahrscheinlich die Zutaten. Machen wir hier Dings drauf. Dann machen wir Parmesano, der Schinken. Kann ich theoretischerweise auch ein bisschen... Oh, ich kann auch ein paar... ein bisschen Salami auf den Boudin verteilen. Guck mal, das sieht aus wie so eine... Ich kann einfach auf Bohnen Salami verteilen und Tomatensauce. Oh, das sieht so komisch aus. Ich würde euch nicht empfehlen, sowas nachzumachen. Aber ich werde hier meinen eigenen Arbeitsplatz zurechtmachen. Zack, drauf da, ab in den Ofen. Jetzt macht das Ding da. Ja, nice. Da ist der Käse geschmolzen. Ging aber ganz schön schnell. Jetzt dürfte die da oben langfahren. Easy. Und jetzt geht die über die Dings, über die Fahrten nach dort hinten. Okay. Oh, wir haben $40 bekommen. Sehr schönes Ding. Okay. Das heißt, die Pizza fährt jetzt wahrscheinlich dort nach rechts rein in diesen komischen Behälter da hinten. Hey, Pizza, beweg dich. Du musst dich bewegen, weil ich dich einpacken muss. Ey, nimm dich einfach selber und pack dich da selber hin. Yeah. Die gute alte Handarbeit. So, dann müssen wir hier nochmal kurz gucken. So sieht's gerade draußen aus, aber das ist uns egal, weil wir müssen Pizza machen. Da ist unsere Pizza gelandet. So, nehmen erstmal den Karton hier von unten. So, zack, bumm, bäm. Der Staub ist. So, dann, ey, oh, jetzt ist er kaputt gegangen, oder wie? Warte mal, nein. Oh, jetzt habe ich die falsch gemacht. Ja, ja, nice. So, jetzt aber die Pizza zumachen und zack, drauf da. Und jetzt wird das Ding ja ausgeliefert, oder? Warte mal, welche Pizza ist jetzt meine? Oh, ich habe...
Na, wie cool. Ich bin jetzt ein echter Pizza-Lieferant. Wow, yeah. Tschu-tschu. So, das heißt, easy peasy. Gehen wir mal in ein Auto rein. Oh, yeah. So gefällt. Alter, guck mal, wie der gerade eben seine Kurve genommen hat. Das ist ein Roboter. Hey, Roboter. Guck mal, der trägt auch Pizza aus. Guck mal, was geht ab, die Liar 100? Guck mal, das ist aber ein Roboter. Oh, wie cool. Okay, so. Die Pizza muss zum Haus B4. Das heißt, wir steigen kurz in unser Auto ein. Ja, nice. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf Leertaste können wir aus dem Auto rausnehmen. Wir müssen jetzt nochmal kurz Anschwung nehmen, weil wir nämlich im Schnee stecken geblieben sind. Woohoo! Schönes Ding. Da wird gerade die Pizza ausgeliefert. Yeah. Okay, so. Können wir nicht einfach mit dem Lastwagen da fahren? Warte mal, wir fahren einfach mit dem Lastwagen, oder? Komm. Wir liefern einfach die Pizza im Lastwagen aus. Ja, sehr nice. So, ihre Pizza kommt im Lastwagen. Stell dir vor, ein LKW parkt vor deinem Haus, um dir eine Pizza auszuliefern. Ja, Moinse. Guten Tag. Hier ist ihre Pizza. So, erstmal hier ins Haus rein. Guten Tag, Pizza. Ist da jemand zu Hause? Was ist gerade eben passiert? Savage SJP möchte mein Freund sein. Abgelehnt. Yay. So, mal gucken, was wir noch machen können. Und zur Pizzabäckerei. Warte mal, wir fahren am besten den LKW einfach in den richtigen Ort hier rein. Zack, in die Garage. Und dann können wir hier vielleicht noch was machen. Was kann man denn hier machen? Hey, geh da raus. So, was können wir denn hier machen? Supplier Tutorial. Was kann man denn... Okay, wir machen mal das Tutorial. Okay. Start das Tutorial. So, das heißt, ich muss jetzt also get to the supply truck and sit in the driver's seat. Okay, das heißt, wir müssen also in den LKW, das heißt, wir müssen also die Pizza, Salamischeiben und sowas besorgen, ne? Irgendwie ganz gechillt im LKW. So, jetzt sitzen wir hier drin. Get to the... Achso, wir müssen natürlich auf dem Fahrersitz. Man kann auch Beifahrer sein. Jetzt müssen wir natürlich ganz gemütlich rückwärts, warte mal, rückwärts einparken. Muss gekönnt sein. Führerschein, ich hab ihn. Yeah, nice. Der LKW-Führerschein hat sich gelohnt, das Ding. Ich hab meinen Eltern gesagt, es lohnt sich. Und jetzt kann ich hier Roblox spielen. So, drive the truck into the supply factory, weißt? Dann immer gesagt, es lohnt sich. So, hey, fahr mal nicht gegen meinen LKW. Ich bin ja gerade am Einladen, Mann. So, zack, boom, bam, zack, rein das Ding. So, das heißt, wir müssen jetzt auf irgendwelche Supply-Buttons draufdrücken, ne? Zack, okay. Oh, Supply Blocks was created. Ah, okay, jetzt können wir also so Boxen hier createn und dann können wir ganz gechillt einfach alles ausliefern, so wie wir es brauchen, ne? So, dass die Pizzatypen hier ganz viel machen können. So, ja, schön. Und in die Dings da rein. Zack, boom, bam. Warum wir das machen, weiß ich nicht. Aber wir sind Pizzalieferanten. Schönes Ding. Rinn mit den Dinger. Ja, nice. Oh, guckt euch das an, wie voll mein Truck wird, ha? Was ist los, lol, 222? Findest du etwa meinen Truck mega nice oder was, ha? Ja, wie findest du den? Guck mal, ich bin vollgepackt. Und wie leer und wie voll ist deiner? Ha, komplett leer. Hey, hör auf, meinen Truck anzufassen. Das sind meine Dinger, die du da reinmachst, lol, J222. What's going on? Okay, easy. Alles kurz da reinmachen. Alles klar. So, jetzt ab in den Truck rein. Warte, ey, was machst denn du da? Ich bin Fahrer. Hey, ich bin Fahrer. Ich bin Fahrer. Oh, hey, ich bin Fahrer. Ich bin Fahrer, lol, J22. Hey! Oh, Mama, ganz gechillt durch die City cruisen. Durch die City cruisen. Yeah. Oh, das Spiel ist so dämlich. Ey, they go to hell, the people. Oh, oh, das sind, glaube ich, ganz schön Leute, ganz schön viele Leute irgendwie ein bisschen traurig oder sowas. Aber wir fahren jetzt zum Pizza Palace in die Garage rein. Hey, mach mal Garage auf. Warte mal, drive to the Pizza Palace. Ja, ich bin ja jetzt hier. Ich möchte gerne einparken. Warte mal, muss ich irgendwie die Tür aufbekommen oder sowas? Warte mal, ich glaube, ich muss wahrscheinlich nach innen oder sowas, ne? Lass mal kurz gucken, wie weit wir da kommen. Okay, easy. Yeah, wir gehen mal kurz hier durch die Türen. Wir müssen da immer meistens durchlaufen. Wie kriege ich denn die Tür hier auf? Tür aufmachen. Tür aufmachgerät. Ah, okay, ich habe es geöffnet. Easy, von innen kann man es dann mit dem Mausklick öffnen. Ganz gechillt geöffnet und jetzt kurz die Lieferung reinfahren. Ah, und da können wir schon fahren. So, und natürlich rückwärts, wie sich ein LKW-Fahrer, das sich auch gewohnt hat. Und rein in das Ding. Zack, boom, bam. Warte, und jetzt, warte, drive to the Pizza Palace. So, jetzt sind wir eigentlich drin. Und jetzt müssen wir einfach nur noch diese Dinger da einplatzieren. Warte mal, zack, boom, bam. Zack, warte, ey, komm mal her. Zack, und dann hier drauf platzieren. Oh, jetzt wird's eingesogen. Ja! Warte mal. Oh, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir werden auch eingesogen. Ist das gesund? Es ist also nicht sehr gut ausgegangen. Ich habe also das erste Mal Roblox...
Ich habe jetzt also das erste Mal Roblox gespielt und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von dem Spiel halten soll. Falls ihr theoretischerweise mehr davon haben wollt, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare und ich schaue einfach mal, was ich machen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das nochmal spielen werde, weil irgendwie ist das schon ein bisschen gruselig. We'll be right back.